Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1404. Jo, letztes Mal haben wir einen ziemlich verheerenden Auftrag erfüllen müssen. Uns einige Schiffe kaputt gegangen sind, leider Gottes. Wir haben aber alle wieder in der Zwischenzeit schon wieder nachproduziert, die Schiffe. Die Routen sind alle versorgt, das habe ich mir jetzt mal in der Schnelle angeschaut, ob das passt mit den Routen. Die passen. Das ist die Hauptsache. Hier gibt es keine Kirche, ja. Das Leben ist hart, ja auch nicht. Haben eigentlich die wenigsten an der Kirche. Schauen wir mal, wie weit das. Ja. Ja, der ganze Bereich ist kirchenlos, aber dafür haben die eine gute Versorgung, was die Kirche betrifft. Ja, und die sollten jetzt langsam aber sicher mal ein bisschen aufsteigen. Gut, aktuell haben sie ein bisschen wenig Leingruppen. Das übrige Spielchen, wir schauen mal, haben wir genügend Hanf? Was geht? Es sinkt doch, der Hanf sinkt ganz gewaltig. Und ich glaube, wir haben aber hier jetzt auf der Hauptinsel in Wien keinen Platz mehr. Ups, das laggt gerade ziemlich hart. Was ist da jetzt los? Okay. Hat sich wieder erholt. Ja, desto mehr gemacht wurde in einem Anno 1404 Spiel, desto mehr kann es auch zu Problemen kommen. Weil, ja, weil das Spiel eben einen Bug hat. Und eben mit dem Arbeitsspeicher, glaube ich. Und ja, da müssen wir einfach durch. Kann es eben sein, dass immer wieder dann komische Meldungen kommen mit der Speicherplatz ist aufgebraucht und haben wir alles schon erlebt. So, vielleicht wenn ich da was hinsetze. Ja, wir werden aber. Gut, man könnte hierher gehen. Und ne, das bringt gar nichts. Sehr schön, habe ich gut mitgedacht. Ganz wunderbar. Ich wollte das nämlich jetzt so setzen, das bringt gar nichts. Aber so bringt's es. So wird's was bringen, denn ich habe vorher ja, doch noch eine Hanfplantage hier zu setzen. Und die braucht dann natürlich einen Weg. Schauen wir mal, ob sich das so ausgeht, wie man das vorstellt. Geht sich aus. Wunderbar. So, ihr bekommt eine Steinstraße. So bin ich zu euch. Und wir haben eine Hanfplantage mehr. Wenn wir mal die Produktion mal wieder aufnehmen. Tester. Ja, das sind diese Glasschmelzen. Gut, lassen wir es heute mal so. Ah, sinkt und sinkt der Hanf. Das ist nicht so gut. Okay. Würze, ja, die werden schon eintrudeln. Die Fische, da haben wir uns auch drum gekümmert, letzte Folge noch. Da haben wir, glaube ich, hier die zwei gesetzt. Wenn man nicht alles täuscht. Oder, na, hier oben, glaube ich, war es. Ist auch egal, auf jeden Fall haben wir zwei Fischerhütten gesetzt. Und die sollten sich dann, denke ich mal, langsam aber sicher wiederholen. Naja. Gehen wir auf Nummer sicher und setzen noch. Wow. Jetzt mal da noch eine Fischerhütte hin, ne? Warum nicht? Warum nicht? Genau, dann bauen wir das aus. So, und jetzt tut's brav fischen. Damit die langsam aber sicher wieder happy sind und entsprechend aufsteigen können. Was eigentlich mit der Gewürzroute? Schauen wir uns das mal an. Gewürze. Wo ist das Schiff? Das ist dazugehörige. Ist das rote da? Ne, das ist Indigo. Da, die fährt gerade runter wieder. Aha. Die Schiff fährt gerade runter wieder. Naja, sehen wir irgendwas vorrätig, was ranzusen. 69 Tonnen Gewürze, ich meine, hallo. Gewürze sind eh nicht ganz so gesund beim Kochen, von dem her nehmt halt ein bisschen weniger. Gut, okay, und da kommen die Gewürze her, wenn mich nicht alles täuscht. Datteln, Gewürze, 51 Tonnen. Hier ist leider kein Platz mehr, dass wir noch eine Plantage setzen könnten. Aber wir könnten jetzt hergehen und oh, da zum Beispiel eine Norie hinsetzen. Ich glaube, die Materialien dafür haben wir. In jeglicher Hinsicht. Naja, ganz so episch ist das doch nicht. Ah, da ist es auch nicht ganz so episch, aber das machen wir jetzt einfach. Wir setzen da jetzt eine Noria hin. Und schauen, dass wir den Platz gut ausnutzen. So. Und dann sollten sie ein bisschen mehr Gewürze produzieren.
Und die Leute da oben in Wien sollten ein bisschen happier sein. Wie war das jetzt? So in etwa. Ich weiß auch nicht, ich möchte irgendwie immer dieselbe, ja, Draufsicht haben auf die Stadt. Das, ja, wenn man mal so angewöhnt. Dann finde ich die Gebäude auch schneller. So, okay. Fisch dürfte langsam aber sicher werden. Die Leinenkoten weiß man nicht so genau. Ja, geht noch immer runter. Schauen wir mal, wir haben das Hanfach ausgelagert. Ja, hier auf dieser Insel. 10 Tonnen, okay. Da fehlt uns aber das Holz, dass wir da jetzt noch eine zusätzliche Plantage bauen. Haben wir eigentlich irgendwo ein Schiff zur Verfügung, was nichts tut gerade? Nehmen doch an, dass unser Flaggschiff irgendwo umeinander geistert. Da ist unser Flaggschiff. Ja, ihr könnt eigentlich alle dreimal hochfahren. War auch ein Schiff dabei, was noch repariert werden muss. Nach dem diesen Wahnsinns-Battle letztes Mal. Gut, okay. Holz haben wir da ja sehr viel, das heißt, das können wir mal verteilen auf unsere Inseln. Ihr habt ein grandioses beispielsweise. Gespür dafür, was wir uns wünschen. So, von den Steuern her sind, glaube ich, eh alle im grünen Bereich. Ja, ja. Passt schon. Und wenn sie denn irgendwann mal happy sein sollten, und zwar so komplett im grünen, sollten sie dann auch mal aufsteigen. Gut. Herr die Leinkuchen. Ja, ja, der Hanf. Der wird immer weniger und weniger. Gehen wir mal zum Flaggschiff. Weil das fährt an und für sich euch gerne aus. Schneller als die Kriegsschiffe. Na, was denn jetzt? Egal. Einfach abwarten und Tee trinken. Dann schauen wir vielleicht mal unten nach. Wie es denen so geht. Ja, Kaffee schaut eher nicht so gut aus. Teppiche könnten ein bisschen mehr sein. Wo ist wieder mal Teppichland? Hier müsste das sein, ja. Teppichland. Maximum. Beides Maximum, okay. Das heißt, wir können hergehen. Und noch eine Teppichknüpferei hinpflanzen da. Das heißt, das mit dem Teppich sollte erledigt sein dadurch. Und wir sollten nicht mehr anstehen. Ja, das schaut schon ein bisschen besser aus. Geht sicher ein großes Lagerhaus vielleicht noch aus. Das wäre sehr gut. Wenn wir dafür die Materialien noch hätten. Großes Lagerhaus. Nein, da fehlen uns leider ein paar Steine. Das ist schade. Aber können wir jetzt auch nichts tun. Außer irgendwann mal halt Steine runterbringen. So, Coffee Town. Wie geht's denn euch eigentlich? Was geht denn da so ab? Wir haben Kaffeebohnen. Im Überfluss, das heißt, wir können jetzt sagen, wir machen noch eine Rösterei. Fast eine Woche nicht gespielt und ich finde die ganzen Dinge nicht mehr. Wo ist denn die Rösterei? Ah, hier ist sie. Materialien vorhanden, das ist sehr gut. Das ist auch ein ganz gutes Platz dafür. Jetzt haben wir schon drei Röstereien bis zum Arisch, okay. Gehen wir vielleicht auf Nummer sicher und bauen noch eine Plantage, eine Kaffeeplantage. Okay, das war jetzt nicht ganz optimal, weil da wäre noch Platz hier oben. Und da durchzukommen, muss ich das Feld abreißen. Und glücklicherweise können wir das Feld daher setzen. Dann können wir da noch rübergehen mit einer Straße und dann halt ja noch eine Plantage setzen. Welche das wird, weiß ich jetzt noch nicht, weil... Ja, wir könnten da sogar Rosen anbauen. Das Problem, was wir auf der Insel haben, ist, dass sie relativ klein ist. Und auch nicht mehr erweiterbar, sehe ich gerade. Also wir haben... Ja, da, oh ja, da geht noch ein bisschen was, aber naja. Bringt uns nichts. Bringt uns da leider gar nichts.
Okay, die Insel möchte ich nicht mit Rosen zupflanzen. Das heißt, ich schaue jetzt mal, ob wir eine Alternative dazu haben. Ich glaube zwar nicht, aber... Also Aschgabat zum Beispiel schon mal nicht. Teppichland können wir auch keine Rosen anpflanzen. Ja, Koffedan wissen wir schon. Alles klar, und da sind wir schon wieder bei Bier und Brot und jetzt müsst Wien kommen, genau. Okay, so, macht nichts, wir werden schon eine Lösung finden. Das erste Mal, gehen wir her. Nehmen ein bisschen Material mit. Ein bisschen viel Material mit. Und bringen das einfach mal da hoch. Ich glaube, ja, der Röschenhof war's. Wo wir Hanf anpflanzen, genau. Ah, die sind am Maximum mit den Hämmern, interessant. Ja, interessant. Gut, und dann müssen wir schauen, ob es noch irgendwo eine Insel gibt, die noch nicht besiedelt wurde. Ja, hier zum Beispiel. Ist zwar jetzt nicht so wahnsinnig groß, es geht aber. Also man kann da zwei Norien, würde ich sagen, könnte man das setzen. Und kann dann entsprechend dann die lustigen Rosen da platzieren. Da hätten wir beispielsweise sogar, was ist denn das, Zuckerrohr? Ein Kreuz, ja, das ist alles schon besiedelt, ne? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Oh. Die haben wir, glaube ich, letztens entdeckt. Was, letztens oder vorletzte Folge? Ich weiß gar nicht. Aber das ist nicht schlecht. Die haben da Mandeln, die haben eine variable Ressource da. Das heißt, diese Insel werden wir auf jeden Fall besiedeln. Wurscht, was wir dann machen. Ich muss noch schauen, dass ich die variable Ressource Rosen dann für uns organisiere. Wo bleibt denn das Flaggschiff jetzt? Hm? Okay, dann werden wir das gleich machen, würde ich sagen. Dann fahren wir dann runter zum Alsa hier. Holen uns dort hoffentlich das Saatgut ab. Aber zuerst liefern wir mal da jetzt das Holz ab. Ja, eben so viel wie geht. Und gut, von den Hämmern her sind die eh gut bedient. Dann schaue ich noch, ob wir da irgendwo überhaupt eine Hafentasche hinbekommen könnten. Ja, auf jeden Fall. Wir hätten hier Platz und hier oben an und für sich, naja, ganz optimal. Hier kriegen wir eine noch hin. Warum haben die da eigentlich zwei Kohle-Dinger sind das, ne? Wahnsinn. Trotzdem keine Kohle da. Ich glaube, ich liefere von da liefere ich Kohle weg, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So, na gut. Ein ganz und gar ehrhaftes Geschäft. Setzen wir hier vielleicht. Die Felder brauchen wir. Und wow, das. Ja, das kriegen wir gescheit hin da. Oh. Achso, ja, genau. Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. So habe ich mir das gedacht. Sehr gut. Sehr schön. Gut, wunderbar. Dann fahren wir kurz runter und holen von da noch ein bisschen Holz. Ja, doch, ein bisschen Holz. Und dann schauen wir mal, was diese Rosenplantagen brauchen. Mosaik brauchen die noch. Ja, Hämmer und Holz. Mosaik, Hämmer und Holz. Genauso wie die Duftmischerei. Also ordentlich Hämmer und Holz mitnehmen und dann von unten noch Mosaik und dann können wir die Insel dann besiedeln. Ja, Holz haben wir eh super viel. Gut, ich brauche noch Platz fürs Mosaik natürlich. Das heißt, wir fahren jetzt einmal der Arbeitsmeister hier. Willkommen. Und hoffen, willkommen, dass der das Saatgut hört, was wir benötigen. Momentan hat er da Saatgut Mandeln. Würfeln wir, shit. Saatgut Zuckerrohr. Schade, schade. Was gibt's da eigentlich? Ihr habt ein erzwungener Vertragstyp, Bündnisvertrag für eine Minute oder was? Zahlt sich ja überhaupt nicht aus.
Vollware Marzipan. Ja, die Rosen sind sicher hier bei den Adligen zu finden. Da brauche ich da bei der Patrizia, glaube ich, gar nicht würfeln. Mach's trotzdem mal. Ah, doch, Gott sei Dank, wie geil ist das? Also mit denen habe ich nicht gerechnet. Ich hätte mir gedacht, dass es erst bei den Adligen dann kommt, diese Rosen, beziehungsweise diese Duftmischereigeschichte. Geile Sache. Das richtige Saatgut ist vorhanden. Super. Das ist echt geil jetzt, dass das funktioniert hat. Ich hätte fast nicht gewürfelt, aber dann habe ich gedacht, na gut, das bisschen Gold, was das kostet, ich glaube 500 oder so. Das kann uns wurscht sein. Wir sind übrigens bei 677.000 Gold schon angelangt. Und wir springen auch gleich mal nach Wien und schauen, wie viele Adlige wir bereits haben. So, wir fahren jetzt da mal irgendwo hin. Adlige. Achso, da brauche ich hier diesen Button. Ja, da hat sich aber irgendwie nicht viel verändert, glaube ich. 2880, wir haben noch nicht einmal die 3000er Marke. Ich glaube, ab der 3000er Marke Adlige bekommen wir auch wieder neue Gebäudearten. Ein fairer Handel. Ja, ich musste erstmal schauen, dass das echt wieder hochgeht mit Hanf. Haben wir eigentlich jetzt, wir haben hier in Wien eine gesetzt, eine Plantage. Wir haben oben zwei gesetzt, also pff, eigentlich 5 Minuten abwarten und dann sollte die Geschichte passen. Dann haben wir hoffentlich wieder einen Pfeil, der nach oben zeigt und nicht nach unten. So, Flaggschiff, wo gurkst du herum? Gut, das ist ziemlich beladen jetzt, muss man auch sagen. Braucht halt jetzt ein Weilchen. Breiberg, das ist auch eine sehr interessante Konstruktion. Warum man das so baut, ja, weiß nur der Bauer selbst wahrscheinlich. Kann man mal machen. Ist ja auch nicht optimal. Wer ist denn das da? Bestimmt ist es von euch. Das ist ja Gavin. Engelsbach. Der hat da auch Norien gesetzt. Drei Stück Norien. Und irgendwie die Fläche nicht ausgenutzt. Also die KI spielt da zum Teil sehr interessant. Das Schifferl ist noch immer nicht da. Eieiei, das zahlt sich. Ein gutes Geschäft ist. Jetzt hör doch mal auf zum Runtergehen, das darf nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist da los? Ihr könntet so echt ein bisschen schneller produzieren beim Hanf. Das wäre voll nice von euch. Der Sultan macht euch diese Baupläne zum Geschenk. Danke, Sultan. Ja, da würde ich sogar hinkommen. Salam alaikum. Nee, was rede ich denn? Würde ich nicht hinkommen. Weil hier die Plantage im Weg ist. Ja, na, das ist jetzt ganz großes Kino. Ja, es ist gerade ein bisschen problematisch, weil. Wie machen wir das jetzt? Am blödesten. Ach, immer diese Problemchen mit den Plantagen. Ja, war blöd. Ich reiß wieder ab. 18 Tonnen immer noch. Ihr seid zu langsam. Wir bräuchten irgendwas, was die Produktion steigert. Von Hanf. Also die Hanfproduktion. Und das kriegen wir normalerweise, sofern vorhanden, hier vom Lord. Schauen wir mal. Vielleicht war das gerade zufälligerweise im Angebot. Ja, Saatguthanf brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Produktionssteigerung. Ich glaube, der hat. Oh ja, da hat er was. Von Brillenmacherei. Ja, das ist nicht das, was wir suchen. Vollware Fleisch. Okay. Das ist nicht so schlecht. Aber auch nicht das, was wir brauchen. Auch Zollware. Steinmetzgerhütte. Naja, Stein haben wir eh genug. Da bekommen wir noch ein Segeltuch. Naja, leider nicht das, was ich haben wollte. Gut, aber wenigstens ist einmal das Flaggschiff da. Und wir gehen jetzt her und nehmen das Saatgut Rosen. Damit bin ich einverstanden. Ja, ich auch.
So, und dann fahren wir nach Aschgabat und holen dann noch das Mosaik ab. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ja, da wäre es nicht schlecht, wenn wir da links irgendwie auch ein Konto haben oder einen Hafen haben, wo wir anfahren können. Aber ja. Jetzt kümmern wir uns mal vorher um die Duftmischerei. Naja, dann können wir noch immer den Hafen da machen. Und mir ein bisschen stört und irritiert ist jetzt, sind die Teppiche, muss ich sagen. Weil da haben wir eigentlich was getan. Es ist mir wie immer eine Ehre. Wie so oft probiert man, ja, Plantagen zu bauen, noch eine Teppichknüpferei, wie auch immer, das, was man braucht. Und es reicht scheinbar nicht. Ja. Also, entweder es reicht nicht, es ist noch immer ein Maximum da, das ist interessant. Ja, es steht knapp an, es ist jetzt schon wieder nicht mehr am Maximum. Also die Teppichknüpfer sind eh motiviert. Aber auch die könnten ein bisschen schneller arbeiten, muss ich sagen. So, Adlige, ja, 288, da tut sich nichts in Wien. Liegt nämlich an den Leinkuchen. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das liegt daran, dass wir eben noch nicht genügend Hanf haben. Weil, ja, hätten wir schon mehr, wird der Pfeil wieder nach oben zeigen, könnte ich noch eine Leinkuchen, eine Webstube, so heißt, errichten. Ja, das war jetzt nicht so schlau. Ja, da meine ich, da haben wir einfach einen Platz zu wenig. Holz wollen die da auch nicht, die sind am Cap, da mein Holz. Gut. Das ist schade, ich hätte nämlich gleich gerne das Mosaik mitgenommen. Können wir jetzt nicht. So, wo werden wir denn uns da ansiedeln? Da oben? Wir werden die Route dann circa. Wir haben hier Aschgabat. Das heißt, die werden das Schiff wird dann, wenn wir den Hafenbereich hierher verlegen. So fahren, dann über diese Insel drüber vermutlich. Ja, dann weiß ich nicht, ob es da durchfahren wird. Kann man jetzt schwer sagen, oder einfach drüber fahren wird. Ich glaube, sie wird drüber fahren. Das heißt, wir werden schauen. Das Schiff noch, ja, ist noch markiert. Wir werden schauen, dass wir uns da zuerst einmal ansiedeln. Als erstes. Damit wir die Route dann gleich für da entsprechend einrichten können. Da machen wir dann eine Noria hin und ja, da unten vielleicht auch noch eine. Oder da daneben links. Das wird sie nur weisen. Muss ich schauen, wie sich das dann ausgeht vom Platz. Gut. Schauen wir kurz nach Wien. Es ist ja fast grün. Es ist ja eh fast genug, ja. Aber fast ist halt nicht, ja, ausreichend. Ach Gott. Fällt gerade ein. Wir haben ja hier noch Floridsdorf. Meine Handelsschiffe haben neue Waren aus dem Kaiserreich an Bord. So, und Floridsdorf war was? Kohle, okay. Kohle, Stein und Holz war Floridsdorf. Und zwar mit welchem Schiff? Kohle, genau. Kommt gerade in Wien an. Schauen wir uns mal Kohle an. Ja, sehr gut. Kohle war ein großes Handelsschiff. Dachte ich mir schon. Dann. Ja, ich wollte, ich weiß schon wieder, ich wollte den Wein notfalls auslagern. Aber ich denke mal, ein bisschen Hanf können wir da ruhig anpflanzen. Vielleicht müssten wir Wein auch gar nicht auslagern. Wird sich noch weisen, aber. Wer weiß. Ja, gut, wir haben da sehr wenig Steine, das ist gerade. Da abgeholt worden, scheinbar. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, und Kohle darf jetzt in Wien auch noch Hanf ausladen. Yes! Ist jetzt erst richtig gegangen? Bin ich da eh auf Einladen gegangen? Ja. Ja, und wenn das einmal rennt da. Mit den. Ja, das wird nice.
Ich glaube, kampfmäßig werden wir dann so schnell keine Probleme mehr bekommen. Jetzt ist noch einer. Das ist ja ganz, ganz okay von der Größe her. Gut, das wird natürlich dauern, bis das jetzt mal da abgebaut wird und so. Das dauert immer Zeit. Auf jeden Fall sind sie schwer motiviert. Unser Flaggschiff kommt an. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, und das setzen wir jetzt so ein Konto jetzt hin. Sehr egal. Muss ja kein orientalischer sein. Eine erstaunliche Entwicklung. Bedenkt man eure beschränkten Mittel. Ja, ja, sehr Kevin. Genau. Ist der Beste. So, dann haben wir. Ah, ich möchte den anderen Spielern keine Möglichkeit lassen, sich hier irgendwie anzusiedeln. Eigentlich. Ja, deswegen. Ja, nehme ich den schwarzen Bereich gleich noch mit. Na gut, der wäre sehr blöd, wenn er sich da ansiedelt. Zwei ihrer Mitspieler schließen ein Handelsabkommen. Auch hier. Der Sultan wäre erfreut, würdet ihr mir diesen Dienst erweisen. Und dann gehen wir gleich da runter. Ja, und dann haben wir das alles super abgedeckt, bis auf diesen einen schwarzen Bereich. Aber weißt, so, was will er denn? Beenden Sie die Blockade. Ja, juhu, Blockaden. Das klingt wieder super. Das klingt wieder nach ziemlichem Stress. Wo ist mein zweites großes Kriegsschiff hin? Ah, das habe ich zum Lord hingeschickt. Ja, er kann sich da eigentlich irgendwo treffen. Wir nehmen an. Und schauen mal nach. Ich bin überzeugt, dass ihr in dieser Sache Erfolg haben werdet. Könnte schlimmer sein. Problem ist nur, alle unsere Routen, die jetzt eventuell vorbeiführen an also hier, werden automatisch angegriffen. Also unsere Schiffe. Ja, die zwei großen Kriegsschiffe werden schon klarkommen mit die drei auch großen Kriegsschiffe, oder was sind das? Ja, Kriegsschiffe einfach nur. Das wird schon funktionieren, schätze ich. Hoffe ich. We will see. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. So, die Nore ist da auch schon recht gut unterwegs. Und wir haben gesagt, hier, genau, ich wollte noch Saatgut setzen. Das war mir sicher. Ist ausgebracht. Sehr schön. Und wir werden dann auch noch Stein hier brauchen, damit wir das Haus ausbauen. Okay, so. Wie läuft das jetzt? Rosen? Ja, dafür wenn brauchen wir Rosen. Genau. Ist, okay, alles klar. Sein kann. Also gut. Dann fahren wir wieder zurück nach. Nein, nicht nach Aschgabat. Ah, ich hätte unten gern mehr Stein. Habe ich irgendwo Stein da unten? Coffee Town auch nur 20. Mit Teppichland. 4 Stück, sehr wenig. Gut, dann müssen wir leider einen Zwischenstopp in Wien machen, von dort die Steine holen. Dann runter nach Aschgabat Mosaik holen und dann wieder zurück zu unserer neuen Insel mit Namen Bergenfurt. Rosenheim. So. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Ja, ja, das war klar. Ja, wie gesagt, das war zu befürchten. Ich weiß, vermuten ich zu befürchten, wie auch immer. Es ist das. Dass eben die Routen angegriffen werden automatisch. Aber unsere Kriegsschiffe sind schon bald da. Bist du? Du gehörst nicht mir, du kannst mir völlig wurscht sein. Irgendwie geil, wenn wer mithelfen würde. Also die Helena ist da gerade mit einem anderen Schiff, okay. Das wird nichts bringen. Ein gutes so, Geschäft. Jetzt müssen wir aber darauf achten, auf wem sie als erstes losgehen und den schicke ich dann auch relativ bald wieder weg. Das Schiff, das vordere Schiff. Weil die greifen immer gleichzeitig ein Schiff an von uns. Einmal lasse ich noch drauf schießen und dann fahre ich weg. Ich möchte nicht, dass ein Schiff down geht von uns. Ein gutes Geschäft ist eine willkommene Abwechslung. Bumm, das ging aber relativ flott jetzt, ne?
Und haben jetzt nicht einmal so viel gemacht in der Folge, muss ich sagen. Also wir haben gerade mal eine Insel jetzt eingenommen. Rosenheim. In Vorbereitung darauf, dass wir eben dann die Plantagen setzen können, die Rosenplantagen setzen können. Ja, und dann haben wir eben ein bisschen Hanf ausgelagert. Das werden wir uns auch anschauen mit dem Hanf. Das interessiert mich jetzt wirklich, ob das ausreicht eben. Die Blockade wollen wir ja auch noch fertig machen da. So, schauen wir mal. Drücken wir die Daumen. Okay, es geht noch immer nicht nach oben. Aber es kann sein, dass das Schiff noch gar nicht da war jetzt. Ne? Was damit beauftragt ist eben, das Hanf zu liefern. Kannst du das bitte mitnehmen, das Kistel? Das wäre irgendwie voll nice. Danke. So, da schließt sich da an. Na gut, es gibt Ruhm. Gold ist wie immer bei solchen Missionen nebensächlich. Also wenn man so viel Gold hat wie wir gerade im Moment, ist es nebensächlich. Ich hab doch mein Flaggschiff da hochgeschickt, oder? Ich wollte doch Stein holen, oder? Wo ist es denn? Eine Sache muss ich dann auch noch schauen. Ich habe gesehen, eben das eine Schiff, was beschossen wurde, das schaut jetzt nicht so fresh aus. Wir müssen schauen, dass. Ja, dass wir das irgendwo reparieren. So, okay. Ja, das ist ein Cap wie immer. So, maximal auch die Steine da, bist du neisch. Und wir haben gesagt, gut, wir nehmen mal ein Holz auch noch mit. Aber das können wir dann auch in Rosenheim abbauen. Dann schicke ich das Schiff nochmal nach Aschgabat, eben um das Mosaik zu holen. Gleichzeitig können wir jetzt sagen, ja, baut Holz ab. Geld ist bei mir in besten Händen. Ja, das ist. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Es ist wie so oft nicht optimal. Gutes Geschäft gemacht. Da ist so viel, was flöten geht sozusagen, was man nicht verwenden kann. Okay, wir machen es so. Kommt zum Erliegen. Wir machen das so. Da könnten wir noch eine zweite hinstellen. Ja, macht aber glaube ich keinen Sinn, weil so viel Holz brauchen wir dann wieder auch nicht. Von dem her ist es relativ egal. So, das eine Schiff wollte ich jetzt noch schauen. Können wir die Folge beenden. Das fährt sowieso zurück. Und wo ist das andere? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eieiei, so viele Schiffe schon. Ist das vielleicht schon automatisch repariert worden irgendwo? Das kann natürlich auch sein, dass da. Dass das eine Route gehabt hat, zum Beispiel Wien oder so, wo es dann eh automatisch repariert wird. Ja, also ich finde das Schiff jetzt nicht, was beschädigt ist. Ich gehe mal davon aus, dass es eben bereits repariert wurde. Und ja, dann schauen wir jetzt noch ein letztes Mal auf das Hanf, ob es diesmal nach oben zeigt. Leider Gottes nicht. Tja, wie wir sehen, wie das weitergeht. An der Stelle war es das jetzt mal mit dieser Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal bei Anno 1404. Baba!